Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Factorio. So, wir sind da wieder drin und mir fiel dann so ein, da unten habe ich noch so einen Erzförderer. Und der müsste doch eigentlich auch hier für Steine funktionieren, oder? So. So. Schade. Ach so, Strom ist zwar da, aber ne, nicht am Netz. Das ist das Problem. Ist aber nicht schlimm. Jetzt würde ich noch gerne wissen, ob der auch in die Kiste dann reinschiebt. Ich glaube, Strom, wo ist denn das? Der Transport, ne? Sollte ja das reichen, ne? Oh, der wäre noch viel größer gewesen. Okay. So, müssen wir nur gucken, ob das in die Kiste reingefördert wird. Aber ich glaube schon, ne? Super. So, dann kriegen wir das nachher auch mit unserer Wand dann hin, ne? Okay. Da wollten wir nach oben fahren und die sollte dann ja fertig werden. Hier läuft ziemlich viel voll, aber es ist alles am Forschen. Das ist gut. Mhm. Noch was? Was passiert hier eigentlich? Ach so, Kupfer wird da gemacht. Kupferplatten, Zahnräder laufen, Getränke sind genug da, laufen sogar durch. Das heißt, es ist auch schon genug auf Vorrat. Ja, da wurde gerade noch ein Roter sogar genommen, alles gut. Wir wollten eigentlich nach oben und dort die Mauern bauen, ne? Und wir hatten auch noch Mauern. Sag schon. Mauern hätten wir auch noch bei den Dampfmaschinen. Gut. Was machen wir hier? Irgendwie nix. Es wird auch gerade leerer auf dem Band. Und wieso gibt es hier keine Elektroteile? Weil, was fehlt? Kupfer? Ja, Kabel. Aber hier sieht so aus, als ob wir sie noch hätten, ne? Gut. Die laufen dann auch wieder. Was produzieren wir hier? Roboter. Was produzieren wir hier? Solarzellen. Und da fehlt es wo dran? Ne? An den Elektroteilen, die dann auch kommen werden. Solarmodule haben wir aussortiert. Ja, die haben wir da oben irgendwann noch eingebaut, ne? Hier haben wir 34 dran, ne? Okay, 50 brauchen wir, sind nicht mal ganz viel. Gut. Nehmen wir die nochmal raus. Gehen zum Ofen, da müsste ja jetzt eigentlich genug drinne sein schon. Ja, guck mal. Können wir das wieder reinpacken, ne? Voll den Frosch im Hals. So, dann gehen wir da hoch. Hier sind natürlich auch noch so ein paar Stellen, ne? Warte, wir müssen erstmal bauen. War das Verteidigung hier, ne? Genau. Wie, mehr können wir nicht machen? Drei Stück? Oder habe ich das nicht rausgenommen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. 5. Tatsächlich. Ach, da unten sind noch welche. Ja, für da oben soll es auf jeden Fall reichen. Aber das sind ja dann reichlich, die man da braucht, ne? Und hier hätte ich ja gerne mal geguckt. Kann man das reparieren? Wohl nicht. Ja, schade, aber ist jetzt nicht so entscheidend. Das machen wir mal zu. Gut. 3 haben wir noch. Ah, hier sind noch Solarzellen, da können wir auch noch was drumherum bauen. So. Das sind 1, 2, 3, 4, wahrscheinlich 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hier unten brauchen wir noch 10. Das sieht alles gut aus. Ich glaube, da kriegen wir 10 raus dann und noch ein paar mehr. So. Und da gehen natürlich nur so viele rein, ne? Genau. Müssen wir so lange warten? Wahrscheinlich, ne? 9 noch. Und hat er abgespeichert gerade. Und da sind sie weg. Und die nehmen wir mit. Irgendwie können wir das da oben jetzt fertig bauen. Und dann gucken wir da unten noch weiter. Und da müssen wir die für produzieren, ne? Hä? Habe ich jetzt was falsch verstanden? Ich habe doch nicht nur 4 Stück da rausgenommen, oder habe ich es wieder vergessen? Na dann. Nochmal runter. Ach, ich habe 50 reingesteckt, ne? Ja, die sind jetzt erst fertig. So sieht's aus. So, ich habe da jetzt wie viel? 30. Einer fehlt mir noch, dann könnte ich 60 machen. Dann mache ich das erst und hole den. So, da reinladen. Dann läuft's wieder. Ja. 7. Noch 3 habe ich. Und da gehen sie weg. Ach so, ja. Mitnehmen auch noch. Ja, dann warte ich auf die 2 noch, genau. Und gehe jetzt erstmal. Da kann ich die 8 Stück machen. Okay, das war einer weniger und passt sogar. Gut, da haben wir schon einen für oben. Die Solarzellen sind geschützt. Ja, nur weiter gucken. Hier ist Strom, der nach da oben geht. Können wir da was bauen? Können wir einen bauen? So, den muss ich auch mal hart haben, ne? Ich glaube, die anderen sind auch nicht viel größer. Aber der hier, ne? Den können wir dann auch woanders hinbauen. Wo ist er denn jetzt? Da. Da sichern wir dann die Stromversorgung vielleicht ein bisschen besser mit, ne? Wie nur mit einer Leitung. Würde ich jetzt mal sagen. Gut. So. Achso, die Kiste wird nur entladen. Achso, ja, wir wollten jetzt gucken, dass wir dann da hochfahren und was ausbauen. Ja, da können wir jetzt 4 Mauerteile bauen, das ist jetzt nicht gerade viel, ne? Kommen wir mal 50 voll hier. Und dann stecken wir die hier in den Ofen. Und kriegen wir noch einen zweiten Ofen gefüttert. Würde auf jeden Fall da gehen, ne? Aber der packt die dann da rein. Das ist ja auch nicht so schön. Obwohl, wir können es ja hier unten so machen, dass er sie hier auspackt, ne? Macht er das?
Nö. Die Frage, ob er überhaupt die auspacken soll, soll er gar nicht. Kann er nicht auspacken, aber jetzt. Ah, jetzt ist der Stahlträger drin. Gut. Die wollte ich aber haben. Aber wenn ich die drei jetzt noch nehme, dann packt er was anderes rein. Wenn da jetzt noch einer vorbeikommen würde, dann hätten wir 25, ne? Aber es kommt gerade keiner vorbei, ne? Abspeichern, okay. Hey, das war wahrscheinlich, ne? Genau, wunderbar. Das bedeutet, wir können jetzt hier wieder 5 Stück machen. Fahren mit der Eisenbahn hoch und verbauen die erstmal. Oh, hier gibt es keine Produktion mehr. Grüne Tränke fehlen. Rote Tränke, wo sind denn die grünen? Hier? Ja. Da fehlen auf jeden Fall Förderbänder. Hätte ich hier noch 5 im Angebot. Und da habe ich noch 6 Roboter. Aber sonst ist gerade mau, ne? Hier haben wir noch 50. Und Roboter sind gar nicht da. Da sind sie. Kommt einer weniger, dann kann ich den da reinschmeißen. Und noch einer. Entschuldigung, aber der Frosch wollte nicht weg, ne? So, haben wir. So, und jetzt fahren wir mit dem Zug hoch und gucken, dass wir da oben noch was reißen. So, wunderbar. Ach, war ich jetzt mit Hand. Ich könnte vielleicht ja sagen, ich will da oben hin, ne? Aber alles gut. Diese ganz großen Masten bringen natürlich eine Reichweite, ne? So, und dann sind wir schon da. Oh. Jetzt werden gerade die Viecher kaputt geschossen, ne? Ne, ich muss aussteigen, so. Boah, guck mal, wie viel da kommen, ey. Kann ich mich da überhaupt hintrauen, das da aufzubauen? Das geht ja, ne? Oh, das geht zum Glück auch. Ja, okay, da fehlt's dann noch, ne? Mal reingucken, okay, das läuft. Verteidigungslinie hier ist schon riesengroß. Na, nehmen wir mal mit. Also wenn die schießen, dann habe ich immer das Problem, dass kein Strom mehr da ist, ne? Aber die Teile werden komischerweise nicht angegriffen, ne? Nur die Verteidigung. Hier packt keiner mehr rein. Der ist also voll. Gut, dann können wir wieder zurückfahren.
Ja, so passt's, oder? Da packen wir jetzt noch was in eine Kiste irgendwo. Können wir auch hier reinpacken, oder? Gibt's da eine Kiste? Ja. So, da müssen wir vielleicht die Kiste aufmachen, ne? Okay. Das haben wir erledigt. Läuft. Zuck ist, glaube ich, wieder ausgepackt worden. Oder ist das noch von alten Zeiten? Ah doch, das war schon richtig. Zug zeigen. Nur der Sprit ist rausgepackt worden. Wer kann denn da zugreifen? Der wird leergeräumt, aber von wem? Eigenartig, ne? Warte mal, da müssen wir noch ein bisschen nach oben fahren, oder? Ist das jetzt besser? Ja. Dann packen wir da auch voll Kohle rein. Dass es passt. Okay, das läuft. Forschung läuft wieder nicht. Immer noch grüner. Ja, immer noch grüner. Und die waren wo? Hier. Da fehlt so ein Roboter. Die waren nicht da, die waren da. Da fehlen die Teile hier. Und die kommen nicht aufs Band. Ups, das war zu viel. Aber egal, dann können wir gerade das noch reinlegen, was wir da runtergenommen haben. So, dann sollten auch wieder Grüne kommen, oder? Der kann natürlich nicht absetzen, wie ich hier gerade sehe. Aber es sind schon 10 gemacht. Gut. Komm, dann machen wir das per Hand gerade, damit es da auch weitergeht. So, dann laufen sie erstmal alle. Gut, haben wir. Gucken wir mal gerade hier rein. Solarzellen sind nicht mehr geworden. Schade. Steine ist ein Passwort, sage ich schon. Stichwort. Haben wir noch ein paar mehr. Haben aber da keine, die müssen wir erst holen. Stromausfall. So. Okay. Ja, und die müssten wir jetzt hier reinschmeißen. Und da können wir sie auch reinschmeißen. Stopp, das war verkehrt. So. Und wenn ich die da oben reinlege, dann sollte das auch funktionieren, ne? Ja, kann man auch so machen. Wie, da nimmt keiner ab, oder wie sehe ich das? So, die laufen erstmal und sollten dann unten hier in der Kiste auflaufen, wenn... Ne, da nicht, sondern da. Gut. Und jetzt ist da so ein Stahlrohr reingegangen. Nehmen wir auch mal raus. Die brauchen wir ja auch. Kupferplatten sind da 10.
Stahlträger. Wenn immer mehr. Aber das muss noch viel, viel, viel mehr werden. Hier läuft schon wieder nichts mehr. Das ist schlecht. Zahnräder sind zu viel. Zahnräder werden wo produziert? Da schon mal nicht. Da auch nicht. Hier werden nirgendwo Zahnräder produziert. Wo kommen die denn dann bitte her? Sind da so viele im Umlauf oder was? Oder hier vorne? Nö. Bitteschön, wo werden die gemacht? Da ist noch einer. Und der ist außer Betrieb. Außer Betrieb. Munition, rote Tränke, Kupferdraht. Munition, rote Tränke. Hey, der ist aber nix. Ja, verstehe ich dann jetzt auch nicht so. Dann nehmen wir doch mal welche aus dem System raus. Dann nehmen wir welche aus dem System raus. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie sind. Da. So, da hat der genug zu tun erstmal. Läuft. Gut. Ja, so ein bisschen optimieren müssen wir das Ganze noch. Jetzt gehen ja die Zahnräder erstmal raus. Vielleicht wird das Fließband dann auch weniger voll sein. Ja, der legt die nach da oben, deswegen. Okay. Und da oben stapeln sich die Steine. Gut. Für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.